So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nightmares 2. Auf einmal geht das Licht aus und die Türen gehen nicht auf. Und ich sehe immer noch nicht. Ich sehe immer noch den Ladebalken. Ach, das kommt noch. Das kommt noch, ja. Warum ist es hier wieder so dunkel? Sehe ich nicht. Vielleicht ist es ja so dunkel oder zu dunkel. Ich sehe immer noch den Ladebalken. Ach, der ist doch spannend und schön. Ja. Warte mal. Die Tür geht irgendwie nicht auf. Ich habe eine neue Waffe. Ach, da geht's weiter, oder? Du siehst es immer noch nicht. Wie lustig. Hey, komm ich hier nicht mehr? Was ist das? Lüftungsschächte. Oh oh, nein. Ich höre gruselige Musik. Da steht was. Was denn? Gut, dass ich kein Englisch kann. Wo muss ich hin? Keine Ahnung. Meine Taschenlampe geht nicht an. Ich sehe sie immer noch an. Wie mach meine Taschenlampe an? Weiß ich doch nicht. Auf F, ne? Keine Ahnung. Ja, ich hab's vergessen. Ich krieg sie nicht mehr an. Hä? Verarschen, ich sehe gar nichts. Warum soll das jetzt gruselig sein? Ich sehe nichts. Was ist das für ein Beschiss? Hallo, ist dunkel, ich komme nicht weiter. Okay, mich flüstert wer an. Mich flüstert wer an. Aha. Hä? Echt eine Menge. Ja, wo mache ich die Taschenlampe an? Das war doch auf F. Wieso geht der nicht mehr an? Ja, gut, dann. Vielleicht sollst du sie nicht anmachen. Schieß jetzt wie so ein Binderter hier rum. Na gut, dann warten wir hier erstmal so lange, bis ich was sehen kann. Wie dumm ist das denn? Ich sehe gar nichts. Ah, ich entferne mich mal weiter. Gut, 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 weiter. Was siehst du gerade? Ich sehe nur so ein Schriftzeichen. Und ganz dunkel ist es. Du siehst einfach Schriftzeichen, wo... was draufsteht, ja. So, und was mit dem Labor. Da steht... Pyrotechnik. Ja, genau. Mhm. Pyrotechnik. Ah, ich kann es aufmachen. Nee. Ah! Ja, dumm, ey. Ich hab irgendwie voll die übelste Verzögerung drin. Hä, warum krieg ich das nicht auf? Ich sehe jetzt, was du darauf, dass du darauf zurennst. Ja, ich schlag das gerade, aber ich krieg's nicht auf. Vielleicht sollte ich jetzt mal speichern. Geht nicht. Alter Scheiß. Dreh dich mal um. Das erste ist leer gegangen. Hm? Das erste ist leer gegangen. Ich krieg die Tür nicht auf. Was ist hier? Krieg ich das auf? Das krieg ich auf. Nice. Nehme ich gleich mal das nächste Ducken. Oh je. Nächstes. Ich habe übelst die Ruck da drin. Ich sehe jedes zehnte Bild. Wir können ja gleich nochmal einen Cut machen. Ah! Oh! Warum brennt der? Wer brennt? Scheiß Zombie. Vielleicht hast du ihn angefackelt. Ja, bestimmt. Noch einer. Mit deiner komischen Leuchtdingens. Gut, dass ich so viel sehe, ey. Noch einer. Boah. Alter, ich sehe kaum was. Schrecklich. Wirklich. Das ist ja fast das Problem, hier zuzugucken. Oh, ich sehe kaum was, ich brauche Licht.
Dann mach die Taschenlampe an. Ihr geht ja nicht. Na, warum nicht? Weiß nicht, ich hab's extra so gemacht. Vielleicht hast du sie kaputt gemacht. Ich so nicht. Nein. Ich sehe nur immer das rote Blinken. Das heißt, ich sehe mal für eine Sekunde. Das extra so gemacht, die Schweine. Bestimmt nicht. Du hast nur irgendwas falsch gemacht. Nein, guck, jetzt geht das Licht ein bisschen mehr. Und ich achte gerade nicht auf die Zeit. Cool. So, jetzt sehe ich wieder ein bisschen. Lüftungsschacht. Oh je. Yeah. Jetzt fängt er richtig an, schlimm zu werden, spielen. Ah, ich sehe wieder ein bisschen mehr. Haben Sie die Passage geschafft? Boah, Gott sei Dank, ey. Oh, Ruckler. Hä? Ja, mach die Türen zu. Die sag ich schon ein bisschen mehr. Naja. Ab und zu mal ein Bild. Jetzt zählen die runter, die Schweine. Ich speichere jetzt erstmal. Three, two, one. Thank you for participating in this fire drill. If it was a real fire, you'd be dead by now. Okay. Denke ich halt hier durch. Ja, du musst ja nicht sehen, du musst mir nur Angst machen oder so. Oder mich auslachen. Ah! Das mache ich doch schon sonst immer. Ah, das Lüftungsschacht wieder. Oh ne, es geht jetzt dunkel oder was? Ach, ist das scheiße. Angst im Dunkeln. Blutspur. Simon, du bist schlecht. Ha ha ha. Und du bist ein Hater. Ha ha. Hm? Und du bist ein Hater. Aber nur für dich. Alter, wie viele von diesen Leuchtdingern gibt's hier, ey? Alles voll. Ja. Weil du deine Taschenlampe kaputt gemacht hast, ne? Ja, gerade ich kaputt gemacht. Ich gehe jetzt ganz sorgfältig mit meinen Sachen um. Die hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Nein, nicht neues Spiel, bin ich behindert. Ich will speichern. Ja, jetzt gib meine Taschenlampe wieder. So eine Verarsche, ey. Dafür muss ich jetzt meinen Monitor schrotten. Wo ist die Puppe hin? Hm? Diese. Ach, die steht da noch. Ey, der komische Typ wieder. Das ist immer sterben. Get there and shut off that equipment. Then we'll be able to contact them and we can get the fuck out of here. Gut, jetzt sehe ich wenigstens mal wieder was. Das hat meine Taschenlampe. Jetzt machen die mir aber bestimmt hier wieder Angst. Arschen. Ja, toll. Warum sind die so eine komische Pappfiguren? Pappfiguren? Die kommen immer näher! Marvin, die kommen immer näher! Ach, die! Ja! Da hab ich dich doch schon am Anfang vorgewarnt. Ja, warum kommen die immer näher? Ich komme nicht durch. Das wird noch viel lustiger mit denen. Boah, nee, ey. Und das sind keine Pappfiguren. Ich sehe nichts mehr, scheiße. Oh Mann, Alter, ich würde jetzt so gern was flüssig sehen, aber das kann nicht. Wollen die mich natzen? Warum stehen die hier überall? Weil sie dich umbringen wollen. Ja, ich kühle jetzt einfach. Ich schub's jetzt einfach um, ey. Dreckscheiße Dinger. Alter, ich krieg Angst vor den Dingern. Das sollst du auch. Da steht so eine SWAT-Einheit-Truppe. Hallo? Ah, ich soll bestimmt den Strom anschalten.
Ja gut, jetzt habe ich ihn ausgeschaltet. Gibt's denn noch was? Nö. Ja, jetzt geht die Tür auf. Yay. Willst du mich verarschen, du Statue? Ey, da stand gerade SWAT-Einheit, ne? Der hat gesagt... Uah! Ich soll das aufmachen, dann auf einmal stand da dieses, diese komischen Puppen, ey. Wer frisst da wem? Die Puppen fressen dich. Nein, da war gerade wieder diese Frau, die hat irgendeinen SWAT-Einheit gefressen. Ja, du Hunger. Man bekommt halt nicht oft was zu essen. Zombie. Das ist ja wieder ohne Beine. Aha. Gut, da geht's nicht lang da lang. Cold Drinks. Moment, kein Hunger. Du hast. Freedom of information is always very important to us here at Never Lose Hope Hospital. Verfolgt mich. Trouble or sudden aching pains. Contact our nurses at the nearest nursing station, and they will be happy to help you along your way. Boah, das war ein geiler Schutt. Schutt. da war wieder Gerd. Ja. Nee, das war der Arzt, glaube ich. Wo ist Gerd? Dein Onkel. Was geht denn? Was geht denn? Oh, nicht die Viecher wieder, ey. Diese ekelhaften Viecher sind hier wieder. Die Nagi? Ja. Oder die Isabelle, wie du sie so schön nennst. Ach, das hast du dir gemerkt. Ja. Ich hab sie schon wieder vergessen. Oh, die sehen so hässlich aus. So wie du, Simon. Oh, ich wusste, dass du das jetzt sagst. Ich wusste, dass du das sagst. Warum musst du mich mal mobben? Weil du mich darum gebeten hast. Ja. Sollst du mir helfen. Und mich unterstützen, wenn ich Angst habe. Aber nicht, sollst du mich nicht mobben. Ich soll dir noch mehr Angst machen und dich mobben. Hast du selbst gesagt. Wann? Du hast gesagt, das hab ich niemals gesagt. Richtig hält. Und das halte ich für richtig. Ja. So ist das. So, ich würde mal sagen, die erste Folge zu Ende, ne? Keine Ahnung. Ja, machen wir mal. Also dann, bis zum nächsten Part und ciao. Ciao.